Hallo, liebe Freundinnen und Freunde von Easy German. Wir sind heute nicht live from the street, sondern live <laughs> aus unserem Studio. Das hier ist unser Podcast-Studio, in dem wir normalerweise unseren Podcast aufnehmen. Aber heute sitze ich hier neben Karina Schmidt und wir sind live im Internet und wollen gleich live mit euch interagieren. Das ist so. Wir werden heute ein Top-Quiz machen, Manuel, das ich eben noch vorbereitet habe. Es geht um Länder, Geografie, Flaggen und es wird lustig, Manuel. <laughs> Nichts anderes habe ich von dir erwartet. Ich bin hier auch übrigens äh, im Chat unterwegs. Das heißt, ihr könnt mit uns chatten auf YouTube oder ich glaube auch auf mhm. äh, Facebook. Hier ist schon zum Beispiel die erste Frage: äh, Hallo Manuel, welche Flagge liebst du gerne? Ich liebe die Piratenflagge. <laughs> Welche Flagge liebst du gerne? Ähm, die Regenbogenflagge. Die ist auch schön. Ja, die ist schön. Pride ne? Flag. Und steht ja. für Diversität. Ja. Finde ich gut. Manuel. Creighton schreibt 80 Grad und hacke dicht am Start. Äh, also tatsächlich muss ich sagen, Kari war heute zum ersten Mal ein bisschen nervös vor einem Livestream. So kenne ich sie gar nicht. Nicht zum ersten Mal. Und hat gesagt, ich mache uns jetzt Drinks und wir haben beide. Du glaubst es kaum, Creighton? Ein okay. Gin Tonic am Start. Ist es ist wirklich Gin Tonics, kein Wasser. Prost. Genau, damit trinken wir jetzt unsere Nervosität weg, Manuel. Ich freue mich. Ich würde gerne wissen, wie viele Leute heute dabei sind. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, woher kommt ihr? Wo schaut ihr gerade zu, damit wir so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, wer alles zuguckt. Ja, Randy ist dabei aus. Wiesbaden, hallo Randy, hm. schön von dir zu hören und dich zu sehen. Randy, du bist in Deutschland. Akil möchte, möchte wissen, könnten wir bitte Englisch sprechen? Hello, what's up? Hey, I'm doing well, how are you? Good, Great. that we did this. Thank you. Äh, nee, weil wir wollen euch helfen, Deutsch zu lernen. Daher werden wir auf Deutsch sprechen. Wir versuchen, laut und deutlich zu sprechen. Apropos Manuel, wo sind eigentlich die Untertitel? Die Untertitel kriegt ihr, wenn ihr auf CC klickt bei YouTube, allerdings nur, wenn ihr das hier später schaut. Denn im Moment sind wir wirklich live, ist kein Scherz, und so schnell können wir nicht schreiben. Die Untertitel bereiten wir nach dem Livestream vor und dann könnt ihr auf CC klicken. Richtig, jetzt im Moment ist das eine Herausforderung für euch, eine Challenge. Ihr müsst zuhören. Und jetzt im Moment gibt es noch keine Konsequenzen, aber gleich gibt es ein Quiz. Ihr müsst zuhören, ob ihr alles richtig versteht. Dann müsst ihr die richtige Antwort wissen, müsst sie schnell tippen in euer Handy. Und das ist doch ein echter, ein echter Test für die deutsche Sprache, oder? Ja, absolut. Wir möchten, dass ihr live mitmacht. Ich blend mal hier ein. Wir haben wirklich Leute aus aller Herrenländer, wie man so schön sagt, aus, aus der ganzen Welt schauen Leute zu. Petra aus Tschechien. Und Hallo. Machen hoffentlich gleich mit. Und genau, ihr könnt euch schon mal vorbereiten. Am besten funktioniert es, wenn ihr ein Handy habt zusätzlich, ein Zweitgerät. Hm. Das ist meins. Mhm. Mein privates Handy habe ich auch mitgebracht. Ich spiele heimlich auch mit, Manuel. Finde ich gut. Ich habe mein Handy auch am Start, hier in der Hosentasche. Und wollen wir schon erklären, wie es funktioniert? Das wäre gut, oder? Haben sich schon alle gemeldet, wo sie herkommen? Ja, jede Menge Orte hier, wirklich aus der ganzen aus Welt. aus gut, aus Marokko. Murat aus Marokko. Oh, Liebe die Leute. Leute Venezuela. Schreiben auch ihre Flaggen schon dazu. Ich weiß nicht, ob das erlaubt ist. Das ist ja quasi wie Vorsagen. Ja, Mazedonien, ja, schöne Flagge. Mecklenburg-Vorpommern, wer kennt sie nicht? Die Flagge ist ein Fisch. <laughs> Hallo aus Rumänien. Guck mal, die ganze Welt schaut hier zu. Polen, liebe Grüße an Emilka. Hallo in den Irak, liebe Grüße. Toronto, Frankreich, Prost. Alle sind dabei. Salut. Mal. Gut, ich denke. Ich bin bereit, Manuel. Ich kann schon mal erklären, wie das Spiel funktioniert. Was hältst du davon? Sehr viel. Hier ist ein QR-Code. QR-Code steht für. Äh, du bist der Tech-Typ. Weiß weißt auch du nicht. auch nicht? Ne? Ein QR-Code für Qua Quadrat? Warte, <laughs> das finden wir kurz raus. Quick Response Code. Ihr müsst jetzt schnell reagieren mit einer Quick Response. Und diesen Code scannen auf eurem Handy. Oder ihr geht auf mhm. egal welchem Gerät auf kahoot.it und gebt dann diesen Code hier ein: 5894223. Boah, Manuel, guck mal, wie viele Leute da schon sind. Es geht richtig ab: 48 Leute, 52. Ui. Also, ihr könnt alle mitspielen. Ihr habt noch zwei, drei Minuten Zeit. Aber beeilt euch. Beeilt euch, denn gleich startet das Quiz. Und ich erkläre mal kurz, wie so ein Kahoot-Quiz funktioniert, falls ihr das noch nie gemacht habt. Ich bin gespannt, Manuel. Du weißt das doch selber gar nicht. Doch, doch. Wir haben das nämlich schon mal gemacht vor ein paar Monaten. Mhm. Ihr könnt die Fragen beantworten, indem ihr dann auf die Antwort tippt. Es gibt vier Antwortmöglichkeiten. Und es kommt auf zwei Dinge an. Die Antwort muss richtig sein. Und ihr müsst aber auch schnell sein, denn es wird viele Leute geben, die die richtige Antwort geben. Und je schneller man ist, desto mehr Punkte bekommt man. Das heißt, es bringt euch nicht so viel, wenn ihr auf Wikipedia geht und das kurz nachschlagt, weil selbst wenn ihr es dann in den 20 Sekunden, die ihr Zeit habt, rausfindet, seid ihr einfach zu langsam. Manuel, eine Sache, die wir noch nicht besprochen haben, ist, was kann man gewinnen? Das haben wir wirklich noch nicht besprochen. Ich bin <laughs> gespannt auf deine Antwort. Meine, äh, mein Vorschlag wäre, dass wir dem Gewinner oder der Re Gewinnerin eine Postkarte aus Berlin schicken. Oh. Mit unseren Originalunterschriften. Das ist aber süß. Oder? Das finde ich. Richtig schön. Weil Geld haben wir auch nicht, aber eine Postkarte ist doch ein schönes … schöne Aufmerksamkeit. Eine persönliche Postkarte von Kari und mir nur für den ersten Platz oder … Vielleicht die ersten drei. Die ersten drei. Weil es sind ja viele … Aber bei der … beim ersten Platz schreibe ich wirklich schön, <laughs> dass man es auch lesen <laughs> Kannst kann. Kannst du das überhaupt? Deine Unterschrift ist doch so, Manuel ja. … Ja. Ich weiß, wie du schreibst, wie in der Grundschule noch. Okay, also wir haben ähm, bis jetzt 185 Contestants. Ja, Leute, da geht noch mehr. Wir warten noch ein bisschen wir und warten quatschen noch. noch. Meldet okay. euch an. Was müsst ihr machen? Ihr nehmt euer Handy, ihr macht die Kamera-App auf, ihr scannt den Code und dann seid ihr schon dabei. Da müsst ihr noch euren Namen eingeben. Genau, oder ihr geht auf kahoot.it, falls ihr nur ein Gerät habt. Das geht auch und es ähm, ist, glaube ich, blöd, wenn man nur am Handy ist und man hat kein YouTube Premium, dann, dann geht es, glaube ich, nicht, ne? Weil nur mit YouTube Premium kann man im Hintergrund weiter zuhören. Wirklich. Bin ich mir jetzt nicht so sicher. Aber ich, ihr findet eine Lösung, ihr seid ja kreativ. Irgendein zweites Gerät werdet ihr wahrscheinlich finden. Sonst okay. nehmt ihr das Handy eures Bruders oder eurer Schwester und loggt euch ein auf kahoot.it. Top-Idee, Manuel. Lass uns doch noch mal ein paar Fragen beantworten, während wir warten. Ach ja, Fragen. Stimmt. Ich schaue hier gar nicht auf den Chat. Das nee, war nee. ja meine Aufgabe heute. Ich habe auch das Gefühl, dass du da ein bisschen scroll, überfordert scroll, bist. Scroll, im scroll. Chat. Guck mal, da könntest du auch das andere Tab gehen. Ah und ja, danke schön. Stimmt. Easy worden. bereitet hier schon die besonders kreativen Fragen vor für uns. Mm -hmm, das ist mm -hmm. Teamwork. Okay, Lorenz möchte wissen, wo ist Janusz? Ey, das ist eine gute Frage. Ich rufe den mal kurz an, oder? Ja, ruf Weil ihn mal an. Weil das wissen wir selber gar nicht, wir wo Janus ist. Wir wissen auch ist. nicht, wo er steckt. Der ist, der ist in Münster. Ich mach das mal kurz. Ja. Äh, machen wir mal spontan. Facetime, oder? Ja. Oh, ich weiß auch noch nicht, ob er schon geduscht hat. <laughs> Überraschung. Äh, Janusch, du bist jetzt live bei YouTube. Kannst du mal kurz gucken? Oh, ja. Yeah. Sieht gut aus. Janusch, wo bist du gerade? Ich bin… Mach mal groß, Manuel. Mach mal die groß. Die Leute brauchen den QR-Code. Okay, kurz. Kurz. Ich bin… Die heißt Frittenberg. Ach, du isst Pommes? Nee, keine Pommes. Ich esse zwei Crispy Sticks, Crispy Chicken Sticks. Ach. Du… Wieso bist du denn eigentlich jetzt bei, bei der Pommesbude, während wir live bei YouTube sind? Weil ich besuch, besuche meine Freunde und wir waren Eis essen zuerst mhm. in der Königspassage. Königspassage. Und dann hab, ähm, hat ähm, Michael gesagt, komm, wir essen ein paar Fritten. Noch. Okay, schön. Ja, liebe Grüße, ihr seid jetzt live bei YouTube. Sag mal Hallo zum Publikum. Hallo Publikum, wir haben gerade zwei super nette äh, junge Frauen ge äh, getroffen auf dem Weg hierher. Äh, eine aus Kenia und die andere aus Korea und wir hatten ein wunderschönes Gespräch und ich habe mich gefreut, dass endlich mich jemand äh, erkannt hat auf der Straße und mich auch was sehr äh, beeindruckt. Da. Also, Toll, Janusz. Janusz ist nicht in Berlin, so viel können wir sagen. Ich mach nochmal groß. Ja. Hallo! Liebe Grüße. Ja, Leute, wir müssen jetzt auflegen. Ja. Okay. Grüße an das Publikum. Wünsche Ihnen mal viel Glück. Wir machen jetzt ein Quiz. Ich wünsche euch viel, viel, viel Glück und ciao. Tschüss. Schön. Manuel, äh, wir müssen hier mal das Fenster aufmachen. Mir ist total heiß. Meine das heißt, Brille ich mach beschränkt. das Fenster auf. Bleib okay. sitzen. Oh, ich was denn? ist denn da passiert? Leute, ihr könnt euch weiter anmelden. Wir brauchen mehr Menschen, die mitmachen. 250 ist nicht genug. Wir warten noch, bis wir 500 haben, Manuel. Ja. Dann warten wir noch lange, obwohl es sind schon elf Minuten um. Ne? Sollen wir mal anfangen? Ja, Leute, also letzte Chance. Ja. Halbe Minute noch. Wir können ja noch schauen, kurz eine Frage beantworten. Hier ist einfach eine Dankessagung an uns. Mhm. Das finden wir natürlich sehr lieb. Vielen Dank. Äh, Sir Wolf Wolf III, Earl of Wolfington, sagt I literally know the flag of each country almost. Okay. Das werden wir gleich sehen. Sir Woof Woof. Dann hoffen wir auf einen Gewinn für Wie dich. Wie groß dein Wissen ist. Mhm. Ja, gut, Cari. Dann ähm, würde ich sagen. Wir bereit? starten das Quiz. Man kann auch später noch einsteigen, soweit ich weiß. Oh, jetzt kommen noch ganz viele. Dann wird man aber nicht mehr Jetzt aber schnell. Pass gewinnen auf. gewinnen können. Oh, jetzt gehen wieder welche raus. Na hm. gut, wir fangen an, oder? Wir starten, macht euch bereit, gleich kommt die erste Frage. Genau, haltet euer Handy bereit. Wir fangen erstmal an mit einer Testfrage Manuel und zwar hat Manuel mich eben gefragt, als ich ihm einen Gin Tonic gemacht habe, ein Gin Tonic ich will gleich noch schwimmen gehen deshalb ist unsere Testfrage an euch kann man nach einem Gin Tonic noch schwimmen gehen das ist eine echte Frage die Manuel mir gestellt hat und die Antworten sind ich will auch Gin Tonic nee kann man nicht dann sinkt man ja klar und ich will auch schwimmen was ist eine Testfrage? Testfrage bedeutet alle Antworten sind richtig, aber ihr wir möchten jetzt eure genau ihr testet mal das klicken, ob das klicken funktioniert. Okay, also ich muss sagen, dass ich doch überrascht bin. 81 Leute denken, dass man mit einem Glas Gin Tonic nicht mehr schwimmen kann und dann sinkt. <laughs> das werde ich gleich testen, denn ich habe noch Pläne heute und möchte gleich noch <laughs> schwimmen gehen. Aber 91 Leute sagen, ja klar, also jetzt frage ich mich, ähm, Manuel, was wirst du befolgen? Welchen Rat sagst du, ja, ich gehe noch schwimmen oder? Ich gehe noch schwimmen, aber unter professioneller Aufsicht. Da ist immer ein Bademeister oder eine Bademeisterin vor Ort, die wird das <laughs> überwachen, ob ich untergehe oder nicht. Alles klar, Manuel, bist du bereit? Jetzt geht jetzt, wirklich los. Jetzt, jetzt … Jetzt... Die erste Frage ist auch noch einfach, okay. denke ich. Die, aber ist die, auch die noch zählt ein, schon. Die ist auch noch ein Test, aber die zählt. Ihr müsst jetzt richtig sein und ihr müsst schnell sein. Schauen wir mal, wer das bisher am schnellsten beantwortet hat. Schlock. Ach, man kriegt schon Punkte für schnelle Antworten. Okay. Gut. Dann die Flagge. Welches Landes sehen wir hier? Welche Flagge ist das? Ist das Österreich, die Schweiz, Deutschland oder verdammt, ich weiß es nicht! Ja, Leute, da bin ich jetzt doch gespannt, wie viele von euch das nicht wissen. Man muss natürlich sagen, die Fahne ist halb abgeschnitten irgendwie, ne? Also ah, die ist so umgeklappt. Bisschen schwierig. Muss bisschen ich sagen. schwierig. Ja. Aber okay. gut. Das haben... Vier Leute insgesamt haben doch noch einiges zu tun, was das Flaggenwissen betrifft. Okay, Manuel, du hast selber gesagt, du bist nicht der Flaggenmensch. Ich kann mich heute eigentlich nur blamieren, denn ich kenne... Bis auf die Flagge und die Piratenflagge nur sehr wenige Flaggen. Gucken wir mal, ob du die nächste kennst. Ach so, oh, wer Schluck? hat gewonnen? Schlock ist immer noch vorne, interessant. Nicht schlecht. Naja, warten wir mal ab. Welche Flagge sehen wir hier, Manuel? Ist mm. das die Flagge von Finnland, Norwegen, Schweden oder Island? Und ich dachte sofort, ich weiß es, Skandinavien. <laughs> Jetzt kriege ich Kommentare, dass das oh. nicht alles äh, skandinavische Länder sind, technisch gesehen. Na doch. Da do gibt es so eine Definition von Skandinavien. Okay. Aber ah, ja. Schauen wir mal. Tatsächlich, die meisten von euch wussten es. 135 Leute haben gesagt, Island. Manuel, wusstest du das? Nee, ich dachte Norwegen. Ist die auch? Norwegen ist genau umgekehrt: rot äh, außen und blau innen. Na? Tricky. Ich habe dich ausgetrickst. Ja. Und euch auch. Aber ich muss sagen: vielleicht haben sich auch nur die Menschen angemeldet, die Bock auf Flaggen haben. Hier ja? könnte sein. Also, viele von euch wussten es: Wer ist denn jetzt vorne? Schlock ist weg. Anatoli aus der Ukraine. Nicht schlecht. Nummer vier. Zu welchem deutschen Bundesland gehört diese Flagge? Jetzt wird's sehr detailliert. Das ist die Flagge eines deutschen Bundeslandes. Wir haben 16 Bundesländer. Welche ist das? Bayern, Niedersachsen, Berlin. Oder Nordrhein-Westfalen. Weißt du es, Manuel? Ich bin mir zu 90 Prozent sicher, dass es 90? Weiß. Ich nur? würde gerne 50-50 Joker. Geht das? Manuel, du bist in diesem Bundesland geboren. Ja, doch. Ich wusste, es ist Nordrhein-Westfalen. Ich war mir kurz. <laughs> hat, Nieders <laughs> hat Niedersachsen nicht auch ein Pferd auf der Flagge? Ja, genau. Aber ja. die ist rot-weiß, soweit okay, ich hört. Ich wusste nur, Pferd ist Niedersachsen oder Nordrhein-Westfalen. Weil Berlin hat ja einen Bär ja. und Bayern wahrscheinlich. Eine Kuh? <laughs> ich weiß es nicht. Gut, Manuel wird sich in diesem Quiz noch weiter blamieren. Ihr aber nicht. 160 von euch wussten, es ist Nordrhein-Westfalen. Übrigens, wenn ihr jetzt erst einschaltet und noch mitmachen wollt, ihr könnt noch mitmachen. Kahoot.it ist der Link und hier ist der Pin. Also ihr könnt noch einsteigen, vielleicht könnt ihr nicht mehr gewinnen, aber wer weiß. Spaß haben ist auch gut. Ja. Und ich würde mal sagen, weiter geht's. Anatoli ist immer nach vorne, nicht schlecht. Frage 5, welches Land hat einen Baum in der Flagge? Jetzt musst du schwer nachdenken. Manuel, ist das die Mongolei? Ist das Bolivien? Ist das Marokko oder Libanon? Was ist das? Manuel zeigt auf etwas. Ist es oben oder unten? Was sagst du? Hm. Weiß ich nicht. Weißt das du? Nicht? Könnte sein, das könnte sein, könnte auch nicht sein. Schauen wir mal, was die Leute sagen. Ah. Ja, ich würde sagen, unser Publikum weiß, mehr als, weiß als ich. mehr als Manuel, denn Manuel dachte, es ist Bolivien. Hätte irgendwie so gepasst, finde ich. Ja? Schöne Landschaften da. Aber die anderen Länder... Ey, auch. Libanon hat natürlich auch schöne Landschaften, mit Sicherheit, aber ich war in beiden Ländern leider noch nicht. Wie sieht die Flagge vom Libanon aus? Ja, die haben wir doch gerade gesehen, dachte ich. Nee, haben wir nicht gesehen, weiß rot. Ich habe sie leider jetzt Ach so, noch nicht wir gezeigt. haben sie nicht gesehen. Ja, ja. Die hätte ich jetzt einblenden müssen. So viel habe ich hm. nicht gemacht. Weiß rot und ein Baum. Okay. Kann ich so mal werde sagen, ich, falls du die ich mal siehst, anschauen. Ja. weißt du Bescheid. Ja, ich würde sagen, Anatoli, du bist der Flaggenprofi und acht Leute haben schon viermal hintereinander richtig beantwortet. Ihr seid super. Respekt, Leute. Kennst du diese Flagge, Manuel? Das frage ich mich. Was ja. ist das? Ist das Jordanien, Türkei, Marokko oder Indonesien? Das weiß ich. Weißt du? Ja. Das ist hm. nicht so schwer. Das ist nicht so schwer. Okay, mal schauen, was unser Publikum sagt. Ich trinke noch schnell einen Schluck. Man hat natürlich einen Vorteil, wenn man aus dem Land kommt. Andererseits, ich komme aus Nordrhein-Westfalen und kannte die Flagge auch nicht. Ja. Insofern. Na, Manuel. Aber siehst du, das war einfach. Ihr wusstet das. Und Anatoli hat sich nicht beirren lassen. Beirren lassen? Du bist immer noch vorne, nicht schlecht. Und dicht gefolgt von Matsu. Matsu? Matsu? Steffen, Viktor Hutunen und Rüdiger. Ihr seid alle vorne mit dabei. Nicht kann schlecht. sich aber schnell ändern. Wenn ich eins gelernt habe bei Kahoot, es kann noch mal ganz am Ende, kann auch mal jemand so. Wie eine Rakete nach oben steigen. Du siehst auch, wie eng die Leute zusammen sind in den Punkten. Ne? Also es sind nur 100 Punkte, nee 300 Punkte Unterschied von Matt, Matt zu ja. Anatoli. Es Und kann Hallo ist zum Beispiel um 21 Punkte gestiegen. 21 Plätze. Ja. Frage sieben: Welche Flagge sieht der deutschen Flagge am ähnlichsten? Also ist das die Flagge der Niederlande, Slowenien, Portugal oder Belgien? Welche Flagge sieht ähnlich aus? Hat vielleicht hm. ähnliche Muster, ähnliche Farben? Also, die Niederlande sind ja geografisch nah. Würde Sinn machen. Portugal hat auch leckere Getränke. Könnte auch stimmen. Slowenien. Na, es war keiner dieser Länder. Es ist tatsächlich Belgien. Belgien. Und jetzt habe ich auch mal gleich die Flagge mitgebracht. Die werde ich euch jetzt mal zeigen. Das ist die belgische Flagge. Sieht ähnlich aus, Manuel. Ne? Richtig. Nur quasi um 90 Grad gedreht und durchgemischt die Farben. Genau. Die belgische Flagge ist schwarz, gelb, rot und die deutsche Flagge ist schwarz, rot, gelb. Gold. Gold. Richtig, ne? <laughs> ja. ist nicht gelb ist Gold, die deutsche Flagge. Ja, super, Leute. Das haben schon viele Leute von euch gewusst. Manuel, wusstest du das? Ja, und äh, guck mal, Ben sagt, die Antwort war doch klar, bevor die Frage überhaupt gestellt war. Naja, so gut. easy ist das. So hier. einfach, ne? Aber ihr müsst auch schnell tippen. Nächste Frage, es wird noch schwieriger. Welche Farben hat die Flagge von Österreich? Das weiß ich. Ist das rot und weiß? Schwarz, rot, gelb. Rot, weiß, grün oder schwarz, rot? Wir waren ja gerade da. Mhm. Da haben wir auch ein. Oh, das ging jetzt aber schnell. Ja, ich glaube, wenn alle abgestimmt haben, geht es schon schneller als 20 Sekunden. Boah. Krass. Rot-Weiß. Ihr habt recht, Leute. Das war auch einfach, ne? Guck mal. Und Anatoli, du bist echt der Überflieger hier, ne? Nicht schlecht. Pass auf, dass Steffen dich nicht einholt. Das ist die Flagge Österreichs. War dir das bewusst? Das war mir die? bewusst. Wir waren ja gerade da. Da ja. habe ich Notiz genommen von der österreichischen Nationalflagge. Notiz genommen. Was heißt das? Hast du wirklich das aufgeschrieben? Aufgemalt? Nein, es ist mir aufgefallen und ich habe es. Ich wusste es auch vorher schon. Also ich würde behaupten, dass ich von unseren Nachbarländern, unseren direkten Nachbarländern, die Flaggen doch kenne. Manuel, wer jetzt zum ersten Mal zuguckt und denkt, boah, Manuel und Kari, die <laughs> haben ja eine Chemie, den würde ich gerne mal öfter zuhören. Was würdest du dieser Person sagen? Ich würde sagen, schaut mal auf easygerman.fm, dort ja. findet ihr alle Infos zu unserem Podcast, denn in diesem Studio, in diesem Raum sitzen Kari und ich zweimal pro Woche und nehmen auf, meistens ohne Video. Und ohne Gin Tonic. Aber ihr könnt äh, zuhören über eine Podcast-App eurer Wahl. Wie das äh, funktioniert, steht hier unten auf dieser Adresse. Und dann könnt ihr euer Deutsch verbessern mit uns. Richtig, Manuel, worüber sprechen wir denn im Podcast? Über Politik manchmal, über Nachrichten aus Deutschland, was hier so passiert. Wir beantworten auch eure Fragen. Hier kommen ja auch viele Fragen in den Chat, die schaffen wir jetzt nicht alle im Meistens Podcast. Aber über unser Leben, ne? Was nervt uns? Was, was nervt ist schön. uns? Ja, was Der ist schön. Alltag in Berlin. Ja. Das Leben hinter den Kulissen bei Easy German. Hört mal rein. Schaltet mal rein. Weiter geht's mit unserem Quiz. Weiter geht's. Manuel, bist du bereit? Welche Flagge ist nicht weiß-rot? Die meisten. Schweiz, Italien, Türkei, Polen. Wer weiß das denn? Manuel, weißt du das? Das weiß ich ja. War zu einfach, ne? Ist, ja, für mich als jemand, der in Deutschland, in Europa lebt, ist es einfach. Ich weiß nicht, ob es für alle einfach ah, ist. Ich glaube, das war zu einfach. Diese ich muss mal ein bisschen schwierige Fragen stellen. Italien. Hm. Ist tatsächlich richtig Italien? Welche Farben gibt es da, Manuel? Grün und Rot. Und? Und Weiß. Boah, gerade <laughs> noch geschafft. Gerade noch geschafft. Grün, Weiß, Rot sind die Farben Italiens. Die Schweiz? Äh, die Schweiz ist Weiß und äh … Rot. Ich habe sie gerade echt nicht vor Augen, was richtig peinlich ist. Ja, das Kreuz natürlich. Das Kreuz, natürlich. Das Kreuz Übrigens eine der ganz wenigen Flaggen, die nicht ähm, … Genormt äh, sind in der … Nein, die nicht äh, rechteckig sind, sondern ja. quadratisch. Ja. Das ist interessant, oder? Und ich frage mich auch, also was ich mich zum Beispiel frage, warum sind alle Flaggen einfach, fast alle Flaggen einfach so sehr wenige Farben? Könnte man auch einfach ein Foto drucken und sagen, das ist unsere Flagge? Einfach ein … Ja, also wer, wo, was ist die Definition? Also könnte man auch einfach ein Foto nehmen und sagen, das ist jetzt unsere Nationalfahne. Ein Foto von einem schönen Berg oder so. Oder Wahrscheinlich schon. Wie sind Flaggen entstanden, Manuel? Ja. Das, meistens, all das. Meistens sind das ja schon alte Symbole, die immer wieder benutzt wurden über die Zeit. Ja. Oder haben andere Symbolik. Manchmal haben ja Flaggen auch bestimmte Symbole, ne? Das, hm. Blau steht für den Himmel, Rot für das vergossene Blut. Solche Sachen, ja ja. Das stimmt. Okay. Leute, weiter geht's, Anatoli. Also ich brauche jetzt noch mal eine schwierigere Frage, damit auch Anatoli mal wackelt mhm. und vielleicht mal das nicht schafft. Vielleicht schaffen wir das noch. Zu welchem Land gehört denn diese Flagge, Leute? Jetzt wird's schwierig. Wir bleiben bei Weiß-Rot. Ist das die Flagge von Polen, Indonesien, Malta oder Peru? Gib dir einen Tipp, Manuel. All diese Flaggen sind weiß-rot. Mhm. Alle. Jetzt wird es schwierig. Jetzt wird schwieriger. Weißt du die Antwort? Ich weiß, was es nicht ist. Aha. Ja, wow. Schwierig. Ja, hätte ich auch getippt, aber wusste ich nicht. Okay, nochmal eine besondere Quizfrage, Manuel. Welche Flagge ist denn auch weiß-rot? Nur umgekehrt. Nee, aber genauso wie Indonesien. Also rot oben, weiß unten. Also die gleiche Flagge. Ja, ich glaube ein, andere, ein anderes Rot, ein anderes. Kann andere... sein, ja. Ich bin, ja, das habe ich nicht recherchiert, aber es gibt eine Flagge, die auch rot oben hat und weiß unten. Peru? Nee. Äh, Malta. Ich wollte auch Malta sagen. Nein, hab... nein, keiner von denen. Ach so. Noch eine ganz andere Flagge. Ach so, nee, dann weiß ich es nicht. Monaco. Auch ein eigenes Land, Monaco? das man manchmal vergisst. Interessant. Gut, mal schauen, ob Anatoli das wusste. Natürlich und Steffen auch, ihr seid weiter ganz oben. Victor ist auch schon die ganze Zeit oben. Nicht schlecht. Dimdim Dim ist neu dabei, Harry. Ihr rockt die das große Flankvis von Easy German. Was ist denn das? Ist das Luxemburg? Ist das Kambodscha? Ist das Liechtenstein? Oder existiert diese Flagge gar nicht? Habe ich mir die ausgedacht? Finde ich schon mal zumindest kreativ, dass sie so ein Krönchen, so ein Kronen-Emoji da auf die Flagge gemacht haben. Ich denke mal, es ist ein Königreich. Dementsprechend... Jetzt frage ich dich mal, Manuel. Hast du diese Flagge schon mal gesehen? Ja, ich habe mir das gedacht. Königreich Liechtenstein natürlich ist ja ein Königreich. Ah, okay, okay. Dementsprechend ist eine. Äh, Krone auf der Flagge. Woher weißt du, dass Kambodscha kein Königreich ist? Ich weiß gar nicht, ob es kein Königreich ist, aber irgendwie hat das richtig gepasst zu so Liechtenstein. Okay. Ein sehr kleines Land. Sehr sehr klein. Aber mehr wissen wir auch mehr nicht darüber. Ich war schon es mal. Also es ist echt <laughs> ziemlich fies, aber, aber als als äh, wenn man in Deutschland aufwächst, Kennt man das halt, weil man da mal durchgefahren ist und an einer Raststätte. Also, ich bin noch nie durch Liechtenstein gefahren. Es ist auch wirklich sehr klein ja. ähm, und es ist, glaube ich, kein Königreich mehr, sondern es hat einen Fürst oder so. Ne? Fürstentum. Ben sagt das gleiche, ja. Anatoli. Also Leute, ihr müsst euch jetzt mal anstrengen, damit ihr Anatoli mal einholt. Ja, ihr also müsst noch schneller tippen. Alice hat tatsächlich alles richtig gemacht. Hallo Alice, schön, dass du uns zuschaust. Aber <laughs> äh, du bist zu langsam. Denn auch wenn du alles oh. richtig beantwortet hast, Anatoli führt hier weiterhin die. Alice, ich drücke dir die Daumen, ja. dass du das schaffst. Welches deutsche Bundesland hat diese Flagge, die ihr jetzt seht, ich war selber heute überrascht, denn ich dachte, hä, die Frage, Flagge kenne ich gar nicht, die habe ich ja noch nie gesehen. Ja. Ist das die Flagge von Hamburg, Baden-Württemberg, Bayern oder Berlin? Ist nicht die untere Farbe die neue Corporate Identity von der CDU? Fast. Fast, ne, ist Blau. Bayern. Ah, Tatsächlich. Okay. Bayern ist richtig. Doch. Stimmt, die haben doch auch dieses Karotten, äh, nee, nicht Karotten, dieses, wie heißt das? Diese, Karo. Caro, diese Diamanten immer im Hintergrund. Und das sind genau die beiden Farben. Genau, tatsächlich. Ja. Also, ihr kennt vielleicht diese bayerische Flagge mit den Rauten. Also, die haben so, das ist, das ist eine Raute? Nee, ungefähr, ne? Und das ist immer weiß, blau, weiß, blau, wie so ein Schachbrett, nur in Rautenform. Ja. Raute ist das, was Angela Merkel immer gemacht hat, ne? Dieses. Also es ist kein Quadrat, sondern so schief. Und äh, Bayern, die Bayern benutzen diese verschiedenen Flaggen. Es gibt einmal, aber das ist die offizielle Flagge, hm. die einfach nur zwei Streifen hat: Weiß, blau. Und es gibt aber auch andere Flaggen. Ist aber schön, finde ich eine schöne Farbkombination. Findest du gut. Ja. Ja, besser als NRW. Mit dem Pferd, hm. ja. Ja, Anatoli ist immer nach vorne. Und wir gucken mal weiter. Jetzt wird's tricky. Wie viele Sterne hat die Flagge der Europäischen Union? Ja, Hier sind viele Flaggen der Europäischen Union. Weißt du das, Manuel? Ist das vielleicht so, dass es die Gründungs die Anzahl der Gründungsstaaten war? Es ist nicht wie in Amerika, dass quasi die wirkliche Zahl der also die Flagge wird immer geändert, wenn ein neuer Staat beitritt, sondern ich glaube es sind die Gründungsstaaten und ich glaube es waren zwölf. Jawohl. Tatsächlich, die meisten wussten das. Ich bin mir nicht sicher, ob das die Gründungsstaaten sind. ja. Ich glaube, dass es einfach. Sah schön aus. Nur Grafikdesigner ein... hat gesagt, so sieht es gut aus. Lassen einfach nur ein Kreis wir so. ist. Wir gucken es nochmal an, nachdem wir festgestellt haben, dass Anatoli immer noch gewinnt. So sieht die Flagge aus, tatsächlich. Ich habe das mal gesehen bei so einem ähm, als Symbol dass ein Stern rausgebrochen ist. Bei Briten, die äh, Brexit-Gegner sind, die haben so ein, also es ist im Prinzip wie ein Trauersymbol, dass sie aus der EU ausgeschieden sind. Aber ja, es sind zwölf Sterne, aber es steht nicht für die Zahl der Mitgliedstaaten. Der Ur nee, nicht der Mitgliedstaaten, aber der ursprünglichen, glaube Google ich. Google das mal. Wir googeln das später. Ist Google das. gefährliches Halbwissen. Google mal jetzt. Okay. Vielleicht könnt ihr uns auch korrigieren in den Kommentaren. Wie viele Sterne hat denn die Flagge der USA? Wir haben schon festgestellt, ja, da ist Ich habe es gerade verraten. Hast du gesagt? Nee, nicht die Zahl, aber. Siehst du. Man aber wie viele Staaten hat denn die USA? Sind das 48, 49, 50 oder 52? Ich glaube, es zu wissen, ja? es ist eine runde Zahl, 50. Ja. 50. Ihr habt recht gehabt. Hatte die. Jetzt, Frage an dich, Manuel. Wird die Flagge geändert, wenn ja. ein Staat dazu kommt? Ja, klar. Ja. Natürlich. Woher weißt du das? Das ist einfach so. Also, gibt, man sieht auch, man kann alte Flaggen von den, von den USA sehen und ähm, da sind weniger Sterne drauf. Die meisten wussten es. Anatoli, ich gehe davon aus, dass du das auch wusstest. Also, kurzes Update hier: 12. Fünf zackige Sterne auf blauem Hintergrund. Wir sprechen jetzt wieder von der EU, nicht den USA. Diese Flagge verwendet die Europäische Union seit 1986. Mhm. Dass der EU damals tatsächlich genau zwölf Länder angehörten, war aber reiner Zufall. Die Aha. Sterne auf der Flagge symbolisierten nie die Mitgliedstaaten. Ist also ganz anders als bei den USA. Richtig. Haben wir mein eigenes. Meinen eigenen Quatsch hier direkt korrigiert. Fun Facts mit Manuel. Manuel, wir kommen schon zur letzten Frage. Wirklich? Es geht auch jetzt um Sterne. Welche Flagge hat noch Sterne? Hier steht doch 17 von 20. Ja, da kommen noch Fotos. <laughs> okay. Sag mal, Manuel, welche Flagge hat noch Sterne? Sterne. Sag mal, Türkei, hatten Türkei, Türkei hatten wir schon. Fünf Flaggen mit Sternen. Türkei hatten wir schon. Vereinigte Arabische Emirate? Ähm, äh, mehrere arabische Länder, aber ich weiß jetzt gerade nicht welche. Sag mal eins. Ich kenne kein arabisches Land mit dem Stern. Doch. Vielleicht. Sch schickt uns mal einen Kommentar. Also sag mal ein großes Land. Ich sag mal ein ganz großes Land, das noch Sterne hat auf der Flagge. Großes Land mit Sternen. <laughs> Muss man das wissen? Ja. Wir schauen, mal, wir schauen mal auf die nächste Frage, Leute. Vielleicht wisst ihr das ja. Das wäre oh ein Vorteil für euch. Hier sehen wir nochmal die Flagge der USA mit 50 Sternen. Und unsere letzte Frage ist: Wie viele Sterne hat die chinesische Flagge? Natürlich. Ja. Warst du schon mal in China? Ja. Dann weißt du auch, dass das hier nicht die Flagge ist. Die ja. Flagge ist rot und hat gelbe Sterne. Wie viele sind das? Eins, zwei, vier oder fünf? Ich sag drei. Einfach. Um ein bisschen Kontra zu geben. Kontrovers. Kontrovers. Manuel. Ja. Tatsächlich fünf Sterne ich. Ich würde du. auch immer eine ungerade Zahl wählen. Also bei 50 fällt es nicht mehr so auf. Ja. Bei zwölf auch nicht, aber wenn es so wenig sind, dann irgendwie vier hätte komisch ausgesehen, glaube ich. Manuel, ja. was du sagst, macht Sinn. <laughs> Wir Danke. wollen jetzt wissen, wer hat das denn hier gewonnen? Erstmal, hier ist nochmal die Flagge Chinas, falls du das vergessen hast. Danke. Die, die Flagge aussieht, du warst schon mal in China, ne? Ja. Hast du da die Flagge gesehen? Mit Sicherheit, ja. Ich bin ja durch ganz China gereist fast. Hast du aber dir nicht gemerkt? Ja, es ist halt alles auch schon ein bisschen her. Ich werde auch nicht jünger. Ja, so sieht die Flagge Chinas aus. Und jetzt wollen wir mal gucken, wer hat dieses Quiz gewonnen? Wer Auf bekommt eine Postkarte von Karina, Schmidt und mir? Auf Platz 3 ist Steffen, auf Platz 2 ist Dimdim Dim und auf Platz 1 heute Abend ist hoffentlich Anatoli aus der Ukraine. Welche Farben hat die ukrainische Flagge? Wir gratulieren dir. <laughs> äh, da weiß ich sogar die Bedeutung. Es ist gelb für die Felder. Ja. Also die Korn Kornfelder und Blau für den Himmel. Manuel, tut mir leid, ich wollte dich jetzt nicht stressen mit diesem Thema, aber du hast das super gemacht, danke. Heute. Du danke. hast das super gemacht. Und Alice. Wir gratulieren dir, du bist Nummer sieben. Du kriegst wow. keine Postkarte, aber wir umarmen dich, wenn wir dich das nächste Mal sehen. Wir sprechen ja morgen früh, Alice. Dann können wir dir mal persönlichen Glückwunsch sagen. So sieht's aus. Leute, Anatoli, Dimdim und Steffen, wir möchten euch gerne eine Postkarte schicken als Dankeschön und als. Ach ja, wie Die machen Min. wir das logistisch? Schickt uns bitte eine Nachricht an info@easygerman.org mit einem Screenshot von eurem Screen, den ihr jetzt gerade seht. Mit einem Screenshot. Nicht, nicht, dass jetzt jeder uns schreibt und eine Postkarte <laughs> will. Schickt uns eine äh, Nachricht an info@easygerman.org. Kannst du das noch mal einblenden, Manuel? Oh, das weiß ich nicht. Ja, hier. Genau, da ist das ist unsere E-Mail-Adresse. Wenn ihr sonstige Kooperationsanfragen habt. Können wir uns auch. auch eine Nachricht schicken? Aber sonst nicht. Kari. <laughs> <laughs> die, die muss manuell alle beantworten, die E-Mails. <laughs> das hat sehr viel Spaß gemacht heute hier. Ich fand es wirklich toll. Toll, dass ihr mitgemacht habt. Wenn ihr regelmäßig mit uns sprechen wollt, dann äh, werdet ein Mitglied von Easy German. Denn wir machen nicht nur solche Livestreams, sondern wir haben auch eine. Conversation Membership, da sprechen wir tatsächlich mit euch auf Zoom. Mhm. Ähm, und wir haben auch einen Discord-Server mit unseren Mitgliedern. Da chatten wir jeden Tag über so Themen wie Geografie und Technologie. Und auch andere Themen. Auch da gucken wir Themen. gleich mal, wer von euch mitgemacht hat. Und äh, es gibt auch einen Cocktail-Channel, Manuel. Da könntest du gleich mal ein Foto da posten. Poste ich gleich ein Selfie. Wie war dein Cocktail? Du hast schon halb getrunken. Du trinkst ja normalerweise nicht, Manuel. Richtig lecker. Bist du betrunken? Aber es hat Spaß gemacht. Kannst du jetzt noch schwimmen gehen, Manuel? Ja, ja. Super. Danke, dass ihr zugesehen habt. Und äh, ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis bald. Und dir auch, Manuel. <laughs> Ciao. Tschüss.